Liebe Freunde, wir sind in Fatima und haben heute hier zu Mittag die Messe besucht. Und jetzt am Abend habe ich die Vesper gebetet in der Anbetungskapelle. Und da ist mir im Hymnus zur Vesper die Zeile aufgefallen: Du schickst uns den Geist der Wahrheit, der uns Licht und Hoffnung gibt. Und da habe ich darüber nachgedacht, dass es gerade das große Problem heutzutage ist, dass wir nicht mehr daran glauben, dass es Wahrheit gibt. Alles ist heute relativ. Der Relativismus ist eine große Krankheit in unserer Gesellschaft geworden. Und deswegen wissen wir nicht mehr zum Beispiel, was eine Ehe ist, eine christliche Ehe oder auch eine naturrechtliche Ehe. Wir wissen nicht mehr, warum Mann und Frau einander ergänzende, wichtige Rollen haben. Alles ist relativ. Jeder hat eine Meinung und diese Meinung wird absolut gesetzt. Deswegen gibt es auch keinen wirklichen Diskurs mehr. Keinen Diskurs mehr, der uns eben Licht und Hoffnung schenken kann, so wie es im Hymnus heißt. Die Wahrheit ist in Gefahr. Die Wahrheit ganz generell ist total in Frage gestellt. Eine Gesellschaft, die nicht mehr auf Wahrheiten aufbaut, wird untergehen, sie wird zerfallen, sie wird keinen Weg mehr und keinen Halt finden. Deswegen hat Papst Leo der 13., eigentlich der Begründer der katholischen Soziallehre, gesagt, wir haben die schwere moralische Verpflichtung, immer nach der Wahrheit zu suchen und diese einmal gefunden, immer an ihr festzuhalten. Eine Gesellschaft im Relativismus, die das Faktum, dass es Wahrheit, absolute Wahrheiten gibt, die man suchen und die man finden kann und auf denen man dann die Gesellschaft aufbauen kann. Eine Gesellschaft, die das in Frage stellt oder sogar gänzlich ablehnt, wo plötzlich alles möglich ist. Diese Gesellschaft kann keinen Bestand haben. Deswegen bitte ich euch, dem Aufruf vom Papst Leo dem 13. mit mir gemeinsam zu folgen und immer nach der Wahrheit zu suchen und diese zu verteidigen, um eine starke, eine gesunde Gesellschaft aufzubauen. Eine Gesellschaft, die Zukunft hat. Eine Gesellschaft, die Licht hat und eine Gesellschaft, die Hoffnung hat. Und das ist auch eine Botschaft hier von Fatima. Die Botschaft von Fatima, dass es eine Zukunft gibt, wenn wir in der Wahrheit sind. Danke und schöne Grüße.